Oh, hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Wasteland 2. Die Sprünge überziehen wir einfach. Ja, genau. 79% Kopfschusschance, na egal. Chaos, der hat sogar einen Namen. Hey, daneben ist eine Schweinerei aber auch. Heieiei, Glück haben wir auch noch dazu gekriegt. 68% Kopfschusschance. Aber zwei Schüsse damit auf 100%. Das ist natürlich nice. Will er jetzt hier reinrennen? Mit seinem einen HP? Naja, er nicht, ne? Beende zu, beende zu, beende zu. Da kommt der nächste Mensch. Guck mal, schau. Und noch einer. Ach, wie schön. Das ist schon fast fies, ey. Das ist total unfair. Machen wir da auch nochmal einen Hinterhalt raus. Puh, die können unten stehen bleiben, die sind eigentlich relativ pumpe. Hinterhalt, beenden, beenden. Komm ruhig näher. Patsch. Ja, machen wir mal fertig, würde ich sagen, ne? Der steht da so schön rum. Tschüss. So, haben wir es geschafft. Können wir hier noch ein bisschen gucken, was wir hier so finden. Finale Beurteilung. Aha. Kaputter Spielzeugroboter. Da sind auf jeden Fall ein paar geile Sachen dabei. Müssen wir echt aufpassen, dass wir nichts Wertvolles verkaufen aus Versehen. 38er Revolver. Wir schmeißen das hier einfach gerade nochmal alles ein bisschen durcheinander. Jetzt müssen wir gleich wirklich in aller Seele. Ist jetzt gerade echt ruhig geworden. Das wäre echt schön, ne? Ja, es ist leise. Wie schön. So, dann haben wir hier nochmal ein Erste-Hilfe-Paket, ein Polaroid und eine Dynamitstange. Das wäre es dann erstmal hier. Ich möchte eigentlich ungerne... Weißt du was, bevor wir jetzt hier weitermachen. Wie ich habe gesagt, wir skillen ein bisschen. So, und das machen wir nämlich jetzt auch. Wir fangen mal beim Scotchy an. Fertigkeiten. 7 Punkte insgesamt. Schrotflinte wäre eine Option, Wahrnehmung wäre eine Option. Das sind eigentlich so die hauptsächlichen. Das wäre schon echt wichtig hier, die Führung. Aber die Schrotflinte halt eben auch. Und dann die Wahrnehmung als nächstes. Ich glaube, das mache ich mal so rum. Als nächstes dann die Wahrnehmung. Hier haben wir auch 6 Stück. Wir könnten ihm natürlich jetzt dann auch mal Sturmgewehre quasi verbessern. Weil Klingenwaffen, naja, benutzt er ja jetzt sowieso nicht mehr. Tauschhandel wäre allerdings auch noch eine feine Sache. Machen wir auch mal. Er kann ja Alarm entschärfen, die nächste wäre was, aber... Wir müssen auch ein bisschen auf die nächsten hier sparen. 5. Sanitäter. Ist, glaube ich, eine gute Option. Machen wir mal. Bei ihr Sturmgewehre auf jeden Fall noch höher. 85% Basistrefferchance. Das ist nicht schlecht. Plus 7 dann nochmal. Dann sind wir also bei 92% Basistreffsicherheit. Das ist ziemlich gut. Hier haben wir gerade mal nichts, da können wir noch sparen und sie könnte Computerwissenschaften. Ich glaube, das machen wir. So ein richtig krass kranken Hacker. So, dann einmal speichern. So, können wir dann jetzt den Safe aufmachen, bitte? Lösen wir ein bisschen direkt nochmal den Alarm aus. Interessant, das hat geklappt. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber okay. Hat es scheinbar. So, das Geschnödel kommt dann einfach mal hier raus.
Eine Kiste mit Munition. Dieser Koffer fiel bei euch mit einem mächtigen Kopfschlag. Ja, okay. Können wir also aufmachen. Einmal Munition für dich, mein Mäuschen. Und einmal Munition für dich, damit du dich auch schön wieder alle daneben ballern kannst. So, hier haben wir noch ein Tagebuch eines Farmers Teil 4. Und hier haben wir eine Rohrbombe. So, und dann machen wir uns jetzt mal ganz kurz eben auf den Weg zurück. Die Höhle brauchen wir ja gar nicht. Wir können ja hier abkürzen. Denn wir sind ja von hier gekommen, glaube ich. Ja, genau. Schubidubidub, dubidub, dubidu. Die Angela Deff hat schon wieder hochgelevelt. Das ist unglaublich. Können wir nochmal ganz kurz eben anfunken. Ja, congratulations, Echo. Die ist 188, ey. Die wird ja immer kranker, die Tuller. So, da kommen sie angestiefelt, die Buben. Schön, dass sie raus schon wieder ganz prima. Hier ist der Brunnen. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht auffüllen. Das heißt, wir gehen erst... Ah, hier vorne war ja ein Händler. Quatschen wir uns allererstes mal mit dem, falls er noch hier ist. Lauft schneller! Ja. Wo ist denn der Händler jetzt hin? Ist der jetzt abgedampft oder was? Gut, gehen wir auf jeden Fall mal in die Welt hinaus. Überbrückungsmusik 2, 3, 4. So, hier sind wir mit vollen Kanülen. In Highpool können wir nichts verkaufen. Da können wir nichts verkaufen. Aber im Agrarzentrum können wir was verkaufen. Charlie 1 to Citadel Base. Damn good to hear your voice, Charlie 1. What's your status? No one dead, amazingly enough. Meth heads couldn't shoot for shit. But I got three wounded. Kommen wir denn relativ schnell zurück zur... Na, schnell nicht, aber... Es könnte schlimmer sein. Ich hoffe mal, dass wir es jetzt einigermaßen gut hinbekommen. Ja, wir können durchziehen bis zu der Zitadelle. Jo, bitteschön, ich möchte gerne die Zitadelle betreten. Vielleicht kommen wir ja gleich sogar schon in die Zitadelle rein. Wäre ja auch mal was Schönes, wenn wir da endlich drinnen wären. Waren wir ja noch nie, wir waren ja immer nur draußen im äußersten Ring. Und ich würde das echt gerne mal von innen sehen langsam. Vor allem, weil es da bestimmt auch mehr Händler gibt, wo man noch viel mehr Sachen eintauschen kann und so. Ich weiß auch gar nicht, wie lange dieses Spiel geht, weil ich meine, hallo, wir sind immerhin schon, wir sind ja schon eine ganze Weile dran. Also Spielzeit weiß ich jetzt nicht effektive gesehen, aber wir sind ja jetzt schon in Folge 65. Und das ist ja schon mal eine ganze Ecke auch, ne? Und ich muss ja jetzt nicht sagen, oder würde nicht behaupten, dass wir jetzt besonders viel getrödelt hätten. So, dann schauen wir doch mal ganz kurz eben hier vorbei. Bei Captain Solveig XYZ Bums die Wurst. Pump Action Schrotflinte. 1418. Meine ist ein bisschen besser, Kollege. Und nicht nur ein bisschen, aber die hat 2900 Ocken. Das heißt, da können wir auf jeden Fall was abwerfen. Ja, ja. Was schon daran anzünden? Werfen, Spaß haben? Ducken, okay. Wichtig ist in der Reihenfolge. Nicht ducken, anzünden und. Nein, nein, das muss schon so sein. Okay, die Munition hier, die bringt hier gar nichts. Wieso schleppst du eigentlich die ganze Zeit diese Munition mit dir rum? Das ist doch totaler Humbug. Ich fände es schön, wenn man die nochmal komplett neu verskillen könnte. Da haben wir echt am Anfang ein bisschen Mist gebaut. So, wieso hat der denn jetzt schon wieder das ganze Zeug hier? So, das bekommst du und das bekommst du. Genauso wie die Dinger, die bekommst auch du. So, hier müssen wir nochmal gucken, was wir damit jetzt wie, wo anfangen. Eisern Schulterpolster, aber auch kein Schwein. Schrott von allen. Ganzen Schrott verkaufen. Sind wir schon mal bei 300.
So, von allen gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Ich möchte lieber einzeln durchgehen, was wer hat. Brandon müsste ich nämlich nochmal gucken. Die ganzen optischen Sachen hier, die können alle weg. Wobei der Hose mit Eierbech, ach komm, egal, weg damit. Wir haben so viel Gelumpe hier in der Tasche, das muss halt erstmal alles weg. 11 bis 17 Schaden, Energiewaffe. 28. Die Brand, die kann auf jeden Fall weg. So. Eine Rohrbombe, die brauchen wir auch nicht. Müssen auf jeden Fall langsam ein bisschen anfangen zu modifizieren. Das bringt uns alles nicht weiter hier. Die Marakov ist schlechter. Die kann auf jeden Fall verkauft werden. Die Doppelläufige, die ist auf jeden Fall dafür da, dass sie weggepackt wird. Wobei eine ja sogar tatsächlich eine gute Option wäre für sie. Obwohl, ne, das ist ja eine Handfeuerwaffe. Dann kriegt sie doch gleich auch eine Handfeuerwaffe, würde ich doch mal sagen. Eine dicke Marakov. So. Ah, die PP. Ja, komm, das kommt alles weg. Wir haben so viel gesammelt hier und das muss eigentlich. Eigentlich brauchen wir das alles gar nicht. So. Guck mal, 1400 kriegen wir da schon. Und ist noch ausbaufällig. Möglich, wie auch immer. So. Chop, chop, chop. Ach, guck mal, da kommen wir der Sache ganz schön nah langsam. 2100. Der 38er Revolver, das ist das gleiche, wie sie hat, ne? Ja. Das wäre auch eine Option. Ich glaube, das kriegt sie auch wirklich. Da machen wir mal halb-halb raus. Das habe ich jetzt alles rübergegeben. Jo, klar. So, halb-halb ist okay. Die Munition kann sie dann ihm geben. Wie kann ich das jetzt ausrüsten? Gar nicht scheinbar. Dann müssen wir gleich nochmal handeln. Das Ding kann auch weg. Das Ding kann auch weg. Ah, okay, nee, das gehört ihr. Das kann sie gar nicht abgeben. Okay. Finale Beurteilung. Kommt, weg damit. Kriegen wir 2200 Flöckchen dazu. So, wenn wir jetzt ein bisschen Munition nachkaufen, dann Maschinenpistole. Nee, das ist auch wieder so ein Schnellfeuer. Das verzieht einfach viel mehr, als dass es irgendwas anderes tut. So, wir können auf jeden Fall Munition nachkaufen. Ich denke ja mal. Wenn wir die alle kaufen, dann. Oh Gott, die sind zum Glück gar nicht teuer. Kriegen wir immer noch 1100. 200 Schuss davon bedeutet, wir kriegen immer noch 500. Die brauchen wir gar nicht erst. Die brauchen wir auch nicht. Müssen wir 500 zahlen. Aber ich denke, wir werden noch gute Fortschritte machen. Deswegen handle ich jetzt erstmal und gebe wirklich Geld aus. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon wieder ein bisschen Puffer. Okay, auf Wiedersehen. Dankeschön. So, jetzt möchte ich ganz gerne mal ins Charaktermenü reingehen. Jetzt möchte ich nämlich mal wissen, ob du diese Waffe hier verfeinern könntest. Level 4 Waffenschmied sind wir natürlich noch nicht. Kleines Visier ist aber schon mal was. Plus 3 Meter maximale Reichweite. Ist ja eigentlich schon mal was. Und dann den kurzen Lauf drauf machen. Das gleicht sich dann im Prinzip auf, aber 4% Trefferchance hoch. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Können wir das dann da dran machen? Da können wir eigentlich alles drauf machen.
Gewehrlauf. Mod hinzufügen. Jupp. So, haben wir jetzt 26 Meter effektive Reichweite. Ist ja schon mal was. Und jetzt machen wir den kurzen Lauf auch drunter. Dann haben wir nämlich eine erhöhte Trefferchance. Minus 2% Chance auf Ladehemmung. Die ist ja hier sowieso schon... Ladehemmung. 4%. Dann sind wir nur 2% Ladehemmung. Das ist ja echt ein Witz. Ja, minus 4% Chance auf Ladehemmung. Dann, wären wir bei 0%, aber hier haben wir noch plus 4 Kapazität. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Unterlauftasche mal 4% Trefferchance. Ich glaube, das machen wir wirklich mal alles drauf, weil der ist echt so mit der wichtigste. Und ich möchte gerne das Ding drunter machen. Da müssen wir nur noch einen, glaube ich, auf Waffenschmied drauf machen. Ja, genau. Das heißt, da brauchen wir 4 Fertigkeitspunkte. Das heißt, da kann jetzt noch der kurze Lauf dran. Und die Unterlauftaschenlampe. Und dann gucken wir uns das Ding doch jetzt mal an. Drei Mods drin, Magazin fehlt noch, aber ist jetzt schon, ja, optimal 4 Meter bis 21 Meter. Maximum 21 bis 22 Meter. Nahkampf minus 30%, ist okay. Aber wir haben da jetzt auf jeden Fall ordentlich was dazu geschraubt. 81% Trefferchance ist auf jeden Fall schon ziemlich nice. Gut, können wir das irgendwo hinpacken noch? Wertloses Schmuckstück, Modifikation plus 20 Max Wassertraglast. Ist wahrscheinlich hier so ein Ding, ne? Tun wir mal ihr geben. Die hat nämlich noch nichts. So, du benutzt dann bitte das Ding nicht. Sondern benutzt das Ding ab jetzt. Das bekommt er. Das Ding wird verkauft, weil dieser Einzelschuss, der ist halt echt ein Witz irgendwie auch. So, plus 1 Tierflüsterer. Ist schön und gut, aber naja, lass mal so stehen. So, die können wir leider nicht zusammenfügen. Ärgerlich, aber ist so. Die Granate wird auch vertickt jetzt. Als Schrott markieren. Als Schrott markieren. Gut. Ich glaube, dann haben wir es nämlich jetzt erstmal. Können wir mal ganz kurz eben einmal handeln. Die Zeit ist schon wieder davon gelaufen. Ich habe schon wieder die Zeit vercheckt bis zum geht nicht mehr. Ganzen Schrott verkaufen. Verkaufen. Sehr schön. Auf Wiedersehen. Ist jetzt die Frage, ob wir eventuell noch ihre Waffe hier auch noch aufpushen. Das ist nämlich, würde sich auch noch anbieten. Die ist nämlich auch sehr, sehr gut hier. Die HK-33. So. Was kann man da dran machen? Da kann man auch alles dran machen. Dann kriegst du nämlich auch einmal 3% Chance auf Ladehemmung. Sehr geil. Kriegst du nämlich einmal das Magazin. Hat 0% Chance auf Ladehemmung und die 3 Meter maximale Reichweite ist ja nun auch mal nicht so zu verachten, nicht wahr? Was haben wir hier? Open Choke. Benutzbar auf Schrotflinten. Plus 10 Konuswinkel, minus 4 Meter maximale Reichweite. Ja, das müsste man sich halt echt noch überlegen. Nahkampfwaffe haben wir jetzt, glaube ich, gar keine mehr. So, 150 kriegst du. 200 Schuss kriegst du, Pilz. Und du hast deine 206 Schuss. So, hier haben wir die weiteren Mods noch. Und du bekommst deine Waffe natürlich wieder. Gradzentrum Luftschleusencode kann auch er kriegen wieder. Plus 5 Trefferchance, minus 1 Wahrnehmung. Was hat er jetzt im Moment drin? Plus 5 Fernkampftreffer, ja gut. Dito. Gut, aber da sind wir jetzt erstmal durch. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Wasteland 2. Tschüss!